Mein Name ist Karina Kreiner und ich bin Stadtamtsdirektorin der Stadtgemeinde Fehring. Ich bin Aufsichtsratsmitglied und Vorsitzende des Prüfungsausschusses der Raiffeisenbank Region Fehring. Welche Ausbildungswege haben Sie absolviert? Ich habe meine Ausbildung in der Region absolviert. Nach der Handelsakademie in Feldbach habe ich an der FH Joanneum in Bad Gleichenberg Gesundheitsmanagement im Tourismus studiert. Was macht Ihren beruflichen und privaten Alltag aus? Ich bin für die Leitung des Stadtamtes Fehring zuständig. Zusätzlich liegen alle Personalangelegenheiten in meinem Bereich. Die Stadtgemeinde Fehring zählt 125 Mitarbeiter und hier ist immer etwas zu tun. Weiters zu meinem Aufgabenbereich zählt das gesamte Sitzungsmanagement der Stadtgemeinde. Hier sind vor allem Stadtrats-, Ausschuss- und Gemeinderatssitzungen vorzubereiten, durchzuführen und auch nachzuarbeiten. Wie wichtig ist Ihnen lebenslanges Lernen? Lebenslanges Lernen ist sehr wichtig, denn nur durch fortlaufende Fortbildungen kann man auch beruflich erfolgreich sein. Was schätzen Sie an der Region Südoststeiermark, steirisches Vulkanland? Was hat Sie bewegt, in der Region zu bleiben? Ich schätze sehr an der Region die hohe Lebensqualität, gekoppelt eben mit innovativen Charakteren, die hier leben. Der Naturraum bietet ein wunderschönes Ambiente und durch Kooperationen und innovative Köpfe werden auch Veranstaltungen und andere Aktivitäten geboten. Wo sehen Sie Potenziale beim Thema Gleichstellung in der Region? Ich darf ja in der Handwerksregion Fehring arbeiten, Fehring mit AI geschrieben. Hier geht es eben um die faire Zusammenarbeit auch zwischen Männern und Frauen. Und ich würde empfehlen, dass das auch in anderen Regionen als auch in anderen Unternehmen so umgesetzt wird. Ich halte persönlich nichts davon, dass man sagt, Männer oder Frauen könnten dies oder das besser. Aus meiner Sicht gibt es für beide Geschlechter Stärken und Schwächen. Und wenn man die Stärken beider Geschlechter bündelt, kann das nur zum Erfolg führen.